Hallo, moin moin, hier bin ich wieder, euer Küchenzauberer und rechtzeitig noch vor Ostern einen ganz leckeren Rüblikuchen. Oder Karottenkuchen oder Möhrenkuchen oder Wurzelkuchen, wie auch immer ihr ihn in allen Regionen Deutschlands, Österreich und der Schweiz auch nennen mögt. Und ich würde sagen, da fangen wir doch ganz schnell mal an. Übrigens, der ist nicht nur zu Ostern perfekt geeignet, sondern den kann man auch jederzeit backen, weil er schmeckt einfach himmlisch. Und das Rezept ist von meinem Männer, von Michael. Und ich soll euch ganz recht herzlich von ihm grüßen. So, an Zutaten, da brauchen wir 4 Eier, 250 Gramm Zucker, 250 Milliliter so neutrales Öl. Ich habe hier ein Rapsöl genommen. Dann brauchen wir 375 Gramm Möhren, die werden noch gerieben. Dann 250 Gramm Mehl, 200 Gramm gemahlene Mandeln, 2 Teelöffel Backpulver und ein halbes Päckchen Puderzucker, das sind ungefähr 150 Gramm, sowie eine Zitrone, den Saft davon. Und ich habe jetzt hier so eine flüssige Zitrone aus dem Fläschchen. So, da fangen wir doch ganz einfach mal an. Und zwar brauchen wir auch noch eine Silikonform oder auch eine Springform, 24 cm im Durchmesser habe ich hier. Gut, dann braucht ihr einen Food-Prozessor für den Monsieur Cuisine Connect. Und wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr auch eine normale Reibe nehmen und von Hand die Karotten reiben. Aber bei mir soll es ja auch wieder schnell gehen und deshalb nehme ich den Food-Prozessor. Und zwar mit der Reibeseite nach oben, nicht mit der Scheibenseite. Da müsst ihr aufpassen, sonst habt ihr nachher Scheibenkarotten. So. Und man hat mir gesagt, ich soll doch mehr das Display zeigen. Und deshalb habe ich den Monsieur Cuisine jetzt einmal so herum gedreht. Dann habt ihr besseren Blick auf das Display. Gut, ich gehe in das Programm Food Prozessor. Wenn ihr den normalen Monsieur Cuisine Connect Trend habt, dann macht ihr einfach die entsprechende Einstellung auf der Stufe 5 und im Rechtslauf natürlich. Und dann so für 30 Sekunden, das reicht voll und ganz. Dann werden jetzt die Möhren da drin geschreddert. Und los geht's. Seht ihr, das waren noch gar keine 30 Sekunden. Jetzt brauchen wir noch eine Schüssel, weil wir müssen jetzt die Möhren erstmal wieder umfüllen. So sehen die Karotten jetzt aus. Schöne kleine Fädchen. So soll das sein. Und geben wir jetzt hier in eine separate Schüssel. So. Da braucht man auch den Behälter jetzt nicht extra ausspülen, weil es kommt eh nachher alles wieder dazu. So, und jetzt wird einfach diese Welle, die wir für den Food-Prozessor gehabt haben, ersetzt wieder durch das Messer. Und dann kommen die Eier in den Behälter. Und 250 Gramm Zucker. Ich soll
hat man mir auch mal geschrieben, doch gleich die Menge noch einmal mit ansagen. Und damit man nicht immer wieder nachgucken muss. So. Jetzt kommt der normale Deckel drauf. Und wir gehen jetzt ins normale Programm. So, und zwar manuelles Kochen. Ja, ja, entsprechend das normal. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das früher ausgesehen hat beim Monsieur Cuisine Connect. Ja, beim Trend oder so. Weil ich jetzt die ganze Zeit über nur mit dem Smart hier arbeite. Gut, und da stellen wir jetzt ein, eine Minute auf der Stufe 5, würde ich mal sagen. Hab das mit dem noch nicht gemacht, immer nur mit dem Handmixer. Aber probieren wir es einfach mal aus. So, die Eier und der Zucker, die sind ordentlich verrührt. Und jetzt machen wir das Gleiche auf der, nur für 30 Sekunden. So, hier einstellen auf der Stufe 4, das reicht da. Da kommt nämlich jetzt das Öl dazu und das können wir hier oben in die Öffnung hineingießen. So. Das Öl ist auch verrührt. Jetzt können die Karotten auch schon wieder mit hinzu. Und die werden jetzt nur einfach für 10 Sekunden nochmal untergerührt. Oder das kann man auch hier mit dem Spatel einmal kurz machen. Muss ja nur einmal kurz untergehoben werden. Ich zeige es euch mal. So sieht es jetzt aus. Und jetzt kommt das Mehl, die Mandeln. Und das Backpulver, das sind 2 Teelöffel. So, vom Mehl waren es auch 250 Gramm und die Mandeln sind 200 Gramm. Das war es eigentlich schon an den Zutaten. Das muss jetzt nur noch mal schön verrührt werden. Und da könnt ihr das Knetprogramm nehmen, aber ich gehe jetzt einfach nur auf die Stufe 4 und lasse das da jetzt laufen. Gib keine Zeit ein, sondern ich lasse es jetzt einfach mal laufen, bis es eben schön verrührt ist. So, das waren jetzt etwa 20 Sekunden. Das genügt voll und ganz. Und so sieht der Teig jetzt schon aus. Ja, dann habe ich die Silikonform. Der Backofen, der heizt schon vor. Auf 165 Grad habe ich den mal gestellt. Im Rezept steht zwar 170, aber der heizt ordentlich, sodass ich immer mal die Temperatur reduziert habe. Zur Not verlängere ich einfach die Backzeit. Die Backzeit regulär wäre 40 Minuten. So. Das, was am Rand hier noch ist, das habe ich jetzt noch mal mit untergerührt. So. Und jetzt für 40 Minuten in den Backofen. Wir sehen uns dann in 40 Minuten wieder. Bis gleich. So, die 40 Minuten sind jetzt um und ich lasse den Kuchen jetzt noch mal 10 Minuten hier ungefähr drin ruhen und ja, danach wird er zweimal gestürzt, kommt dann hier auf die Kuchenplatte, um dann nachher mit einem Zuckerguss
überzogen zu werden. Morgen brauche ich ihn erst und dann wird er einfach kühl gestellt und ja, dann ist er richtig schön saftig morgen. Und aber ich schneide ihn nachher schon mal für euch an. Also, wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Bis gleich. So, meine Lieben, 10 Minuten sind jetzt um. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den hier gut aus der Form hier lösen kann. Aber bisher sind noch alle Kuchen sehr gut hier rausgekommen. Ich ziehe dann immer hier so noch mal am Rand, dass es sich hier löst. So, jetzt wisst ihr, es ist 12 Uhr. So, und jetzt einmal stürzen. Hängt noch drin, aber den retten wir noch. So, Rettungsmission einigermaßen gelungen. Nun, kann passieren, darf eigentlich nicht passieren, sollte auch nicht passieren, aber jetzt muss er nochmal gestürzt werden und zwar direkt hier auf die Kuchenplatte. So, und dann et voilà. Jetzt noch ein Zuckerguss drauf, den rühre ich jetzt noch mal an und dann pinseln wir ihn noch mal gemeinsam ein. Bis gleich. So, in den Puderzucker gebe ich einfach hier mal einen guten Schuss Zitronensaft. Und solange der Kuchen noch warm ist, dann verläuft der Guss auch richtig schön. Also eine richtige Mengenangabe kann ich da nicht machen, müsst ihr sehen. Immer mal einen Spritzer dazugeben, dann verrühren, bis es halt so eine schöne, geschmeidige Masse ist. So, oben drauf geben. Und mit einem Backpinsel das Ganze ein bisschen einstreichen. Wer auch noch so diese Zuckermöhren als Dekoration hat, darf die gerne auch noch mit dazu geben. Die habe ich jetzt ganz ehrlich, ich hatte sie auf dem Einkaufszettel drauf und habe es total verpennt. Es kommt davon, wenn man nichts abstreicht, was man schon hat. So, aber ich wollte heute unbedingt drehen, damit ihr den Kuchen auch noch rechtzeitig vor Ostern dann online habt. So, haben wir noch ein bisschen. So, meine Lieben, der Rüblikuchen ist jetzt fertig. Schön eingestrichen. Es ist nur schade, dass er eben unten am Boden hängen geblieben ist, aber das macht überhaupt gar nichts. Schmecken tut er auch so. So, und jetzt schneide ich den nochmal an und dann zeige ich ihn euch auf Teller, wie er im Anschnitt auch aussieht. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachbacken. Und ja, gebt mir einen Kommentar, wie er euch geschmeckt hat.
Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Küchenzauberer.